Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Flohmarkt-Video. Und ja, wir haben wieder ein paar Kleinigkeiten gefunden. War gar nicht mal so schlecht, obwohl das Wetter ja auch immer ein bisschen kühler wird und alles. Aber ein paar kleine Funde konnten wir machen. Aber ehe ich jetzt wieder sabble so lange, ab ins Intro. Und ja, da bin ich auch schon wieder. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen gleich ins erste Video. Hier wieder mit ihrem Sohn hier? Wieder mal. Hat sich auch alles sehr stark gelichtet mittlerweile. Das letzte Mal hier waren, da war der so hoch, der schon. Von ihrem Sohn hier. Ja, der kam auch schon zu mir. Kommt er bald wieder oder kennen Sie die Preise? Steht noch an vorne. Ach, die sind es, ja? Die Preise. Ach, ja. Nein? Inokuni 2 haben wir, End haben wir auch. Haben wir. Wow, hast du? Ja. Gut. Aber ja, hatte ich ja vorhin mal schon fast. Wie, die alten sind teurer als die? Wahrscheinlich. Ja, immer mit der Ruhe. Hier ist ja das falsche Spiel drin. Hier ist ein PS4-Spiel drin und draußen ist PS3-Fußball. Da ist das falsche drin. Nee, hier. Das Spiel gehört hier. PS4. Ja, wo die mal reizen. Guck mal, hier ist der Rückenfalsche drin. Hier ist PS4. Guck mal, manchmal haben wir doch die Höhlen. Oder. Aber das ist hier auch nicht bei. Aber sehr zusammengeschrumpft deine Sammlung mittlerweile, wa? Ja, ich habe mich, fast all getrennt? Ja, ich habe ganz viel, was ich jetzt nicht losgeworden bin in letzter Zeit, habe ich alles weggegeben und dann gegen die Sachen getauscht, die ich jetzt da habe, die ganzen PS4-Spiele. Ich hatte vorhin noch viel Super Nintendo, N64 und alles. Mhm. Was? Welche Simpson? Weiß ich nicht. Kannst du mal gucken. Das war aber dann das einzige Schild. Sie sagte, der Preis ist der hier drauf steht, oder? Und was willst du dafür haben? Wie viel? Wie viel wird den Kern? Das Ding kostet 2 Euro. Also hier bin ich einer, ich muss. Ich habe keine Ahnung. Machst du wieder zusammen für 8? Aber hier habe ich noch nie drin gekriegt. Aber ist ja die Konsole, die ich damals bei dir gekauft habe und dann nicht. Ja, das wunderbar funktioniert. Wie gesagt, eigentlich wäre alles wunderbar. Wird ja auch meist vorher ausgepasst, die Leute manchmal ziemlich eigentlich selten. Ist nur die normale, wa? Ja, ja. Ich suche nämlich noch die Erstausgabe von dem Ding. Mit dem SD-Karten ist noch besser. Bis zu 600 Euro soll die wohl wert sein. Nö, so viel nicht, aber 150 bis 200. Mit Karton ist die auf jeden Fall 600 Euro. Ja, mit OVP. Ja.
Ganz klar, ich rede ja jetzt nur von der Konsole selber. Ja. Und da liegst du so bei 150 rum, 100, 150. Boah, na so, wenn du normal so 60 Euro bei eBay. Wo ich jetzt mal gerade eine sucht, weil ich noch eine zweite brauchte, aber das war das nicht im Netz. Gut, dann bedanke ich mich. Viel Erfolg noch. Und ja, wie ihr gesehen habt, habe ich da an einem Stand zwei Sächelchen gefunden. Und zwar war ich an dem Stand schon mal. Da habe ich damals, falls ihr euch noch an das Video erinnert, mal die PlayStation 1 gefunden. Mit einigen Spielen und einem PS4-Controller und so. War sehr schön. Sein Stand ist jetzt nach ein paar Wochen ein wenig reduziert. Aber ich habe trotzdem noch zwei Sachen gefunden, die ich ganz toll fand. Einmal Blood Bowl für die PS4. Bei ihm ist auch alles in einem tadellosen Zustand, also da kann man überhaupt nicht meckern, tipptopp. Auch die Spiele, er pflegt seine Sachen, kann man wirklich nicht meckern. Und dann habe ich noch was gefunden, die Simpsons, das Spiel. Habe ich noch gar nicht gehabt, ich dachte mir, ja, kann man ja mal machen, tadelloser Zustand übrigens, wie ich schon gesagt habe. Und The Simpsons geht irgendwie immer. Bin zwar jetzt nicht der große Fan von The Simpsons, aber ich kenne da jemanden in der Familie, der steht da unheimlich drauf. Ich hoffe, er weiß, wer ihn meine. Und ja, ich würde sagen, wir gehen ins nächste Video. So, Nike. Ja. Er hatte mal ein paar, ne? Aber die haben wir alle schon. Ne? Mit was spielen wir? Also ich weiß, dass wir die PS1 haben. Andere haben wir. Ja, obwohl das mein moderner wenn der drin ist. Sie waren heute Morgen schon durch. Ja, ja. Habe ich heute keine Lust gehabt drauf. Das sind immer, wenn du gerade so den Duftpacken auspacken müsst, da sind die ersten schon durch. Habe ich Oma gemacht, aber das Thema ist jetzt. Wisst ihr, ich stehe jetzt noch früher auf und dafür Musik auf Tafel. Alle Türen. Na dann noch viel Erfolg. Ja, dir liegen, danke. Ja, und wie ihr gesehen habt, habe ich da etwas mitgenommen. ja, es ist jetzt nicht das tollste Spiel. Ich habe es, glaube ich, schon 1 und 2 auf der PlayStation 1. Aber wer wird Millionär für die PS2? Und was mich so fasziniert hat an der Geschichte ist, es ist mit den Buzzern spielbar. Weil meine Frau wir spielen ja immer das Deutschland-Quiz von Buzz und auch dieses Affenspiel von Buzz. Und wir finden es ja eigentlich so ganz spaßig auch mit Freunden und so. Und jetzt werden wir Wer wird Millionär mal mit den Buzzern ausprobieren. Das ist interessant. Wirklich interessant, weil da muss man nicht immer irgendwie den Controller hoch runter oder sowas, sondern kann einfach nur auf die Antwort buzzern. Und ja, tolle Idee. Der ultimative Partyspaß steht ja auch hier. Ja, wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Wer wird Millionär für die PS2? So, ab ins nächste Video. Ja, ist das schön. Hat er sich ja auch gefreut, als er das Video gesehen hat. Hat er ja gleich Danke gesagt, wisst ihr? Hundeleine, ne? Ja, ja. Das ist ein Spielbuch, das. Ist Watchmen, Schatz. Achso, ja, dann kennst du ihn nicht. Kennst du ihn nicht? Den haben wir auch zu Hause. Ja, kann ja sein. Geht bloß um deine Steelbook-Sammlung. Was willst du denn dafür haben? Wieso? Soll ich was nehmen? Danke dir. Danke dir. Viel Erfolg noch.
kennst du den? Ja, und wie ihr da gesehen habt, habe ich da ein Steelbook gefunden. Ich meine, hey, jeder kennt Watchmen, oder? Und davon jetzt das Steelbook, auch mit beiden CDs drin und allem drum und dran, fand ich richtig toll. Dachte meine Frau, kenne ich gar nicht den Film. Und wenn ich, wie, du kennst Watchmen nicht? Sagt sie, oh ja, doch, habe ich übersehen, tut mir leid. Naja, so ist sie nun mal manchmal. Aber sie konnte sich dann doch noch erinnern an Watchmen. Ich glaube, gesehen hat sie den Film aber auch wirklich noch nicht. Aber ich schon, zweimal glaube ich. Ist eine interessante Sache, den sich mal anzugucken. Watchmen als DVD im Steelbook. Schöne Geschichte. Weiter ins nächste Video. Guck mal, hier ist ein paar Figuren. Das ist ja für Benny was mit bei. Die ganze Box 2 Euro. So wie sie. Nee, ich suche ja nur bestimmte Sachen für einen Freund. Ach so, was suchen wir da? Ich selber. Nee, der sammelt so ganz kleine Lego-Figuren Lego und kleine Turtles sucht er und so. Ja, nee, das, sowas ist da nicht drin, das ist bei den Kindern oder in meinem Schatz. Lego-Steine kommen bei mir nicht. Mhm. Ja, weil seitdem sind doppelt oder so, aber... Nee, auch Turtle-Figuren und so, eine ganz kleine sammelt er. Was? Hat sich jemand Plätzchen gebacken, das ist doch schön. Aber ich muss trotzdem noch mal rumgehen, Chef. Nix von 360 in etwa. Hier hat er noch die Adapter dafür. Ne? Was denn? Mit Kabel. Was willst du für das Netzteil? 5 Euro und Kabel auch. Also 8 Euro für das. So viel das Problem auf Ziel, wisst ihr? Das hat immer das. Also bewegen tut sich nicht. Aber die Kabel sind ja selten, weißt du? Mhm. Sechse zusammen. Hm? Ich würde dir Sechse geben für die Bienen. Weil wie gesagt, hier weiß ich ja nicht, ob es doch wirklich noch neu ist. Das ist halt das Problem. Gut. Für mich war eigentlich nur das hier wichtig. Das ist auch der letzte. 5? Und 6. Ja, na, das sind 360 Netzteile. Und die sind hier ohne den. Ja, genau. Und die kriegt man. Man kriegt halt die hier. Die Dreier. Das ist Deutschland Standard. Aber die haben leider, die Kabel sind mit Netzteil. Netzteil nehme ich mit. Gut. Weil die sind immer noch schwer zu kriegen irgendwo. Kosten zwar auch nicht viel Geld, aber kriegen sie mal so ein Netzteil für so ein Ding. Ich würde es gedacht, das ist jetzt mal das letzte, jetzt 5 Mal. Auch die ganzen Dinger. Weil wie gesagt, ich habe ein paar Xboxen eingekriegt und ohne Garantie habe ich das genommen, was man sagen kann, ist. Wo eigentlich sehr selten was kaputt geht. Ja, was willst du dafür? 2. Im Grunde mit Chip. Dann haben wir einen kompletten Satz, mal sehen. Weil manchmal finde ich die Konsole, aber da ist nichts mehr mit dabei. Ja. Ich habe heute mal gerade wieder eine Konsole gefunden. Achso. Den jetzt habe ich verquatscht. Ja. Okay. Nee, ich wollte mal eine Konsole gefunden, da hat meine Frau schon gedacht, für einen Fünfer. Auf dem Flohmarkt. Ja. Sah nicht gut aus und also, wir schließen sie an, funktioniert einwandfrei, alle gut und schön, wo es halt. Genau. Jürgen, na dann noch viel Erfolg. Ja, und da habt ihr mal gesehen, ich habe mal ein paar Kabel mitgenommen. Ich habe zum Beispiel ein Netzteil für die Xbox 360 für die alte weiße mitgenommen. Das ist ja auch noch Unterschiede. Es gibt ja die Slim, die hat dann wieder ein anderes, ein kleineres. Aber diese Dinger kosten Schweinegeld bei eBay.
Und ich habe im Endeffekt habe ich für die ganzen Kabel hier, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, 8 Euro, glaube ich, bezahlt. Dabei war noch, klar, sicher, der Netzstecker. Das ist auch immer was Besonderes, weil der ist nur zweipolig. Bei dem fehlt immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Erdung. Nur zwei, nicht drei. Immer dran denken, wenn man sich so ein Netzteil kauft. Und dann natürlich das Verbindungskabel für den Fernseher. War auch noch mit dabei. Und ich dachte mir, kannst du nicht liegen lassen. Brauchst du immer mal. Und Xbox 360, wisst ihr ja, ist auch eins meiner kleinen Favorite-Konsolen, auf die ich ab und zu mal zurückgreife. Und ja, musste sein. Ein paar Kabel gehen immer. Auf ins nächste Video. Lustiges Kerlchen, ne? Guckt er sich eigentlich sein Zeug auch an? Aber guck mal, das sieht wenigstens einigermaßen ordentlich noch aus. Ich weiß nicht, ob ich das habe oder nicht. Die anderen habe ich noch. Ja, habe ich. Was willst du haben? Nee, nee, nur das eine. 1 Euro. Naja. Mit dem Glänzen des Jutes. Ja. Dankeschön. Ich habe unsere Kollegen auch. Der kennt den gerade auf den Reitreisen. So, hier ist was passiert. Ich habe es jetzt. Jetzt nicht extra mit reingenommen, sondern ihr habt ja gesehen, Just Dance 3 habe ich mir geholt für die Wii. In der Special Edition übrigens, ja. Tadelloser Zustand und wunderbar. Ich habe am Stand davor auch ein Just Dance gefunden. Das war so der Hammer. Ich glaube, das mache ich mal in diese Wintervideos, wo ich euch zeige, was alles so fehlgegangen ist und kaputt gegangen ist. Oder besser gesagt, was fehlgelaufen ist mit Verkäufern und mir. Seid ihr überrascht, das wären interessante Videos. Der hatte, hierfür wollte er 1 Euro haben. Wunderbar. Euro nehme ich mit. Wii, kann ich überhaupt nicht, gar keine Frage. Und der vorher, 2 Stände weiter, der hatte so ein total zerfetzt Just Dance, ich glaube Just Dance 1 oder das war, ich weiß gar nicht mehr. Und das hatte auch Wasserschaden, das, es war vollständig, aber das Heft, die Anleitung war total mit Wasserschaden, total geknickt und kaputt und weiß ich was, die CD. Wusste man noch nicht mal mehr, ob die noch so tuffig ist. Cover, Scheiße, Hülle, alles. Der sagte zu mir 10 Euro. Da dachte ich mir auch, nee, also hier 10 Euro für einen Müll, gebe ich dir nicht. Und dann sind wir halt weitergelaufen und haben dieses Just Dance 3 gefunden. Und das war dann in einem tadellosen Zustand. Und der Verkäufer, der sagte dann 1 Euro. Und ich so, klar, nehme ich mit. Seht ihr ja, tipptopp, tadellos. Alles super, schick. Auf ins nächste Video. Ja, ich versuche daran zu sein. Guck mal, die beiden Spiele sehen da? Die DS-Spiele? Was wollt ihr denn dafür eins? Ich würde dir pro Stück 3 gehen. 4, 8 Euro. Aber sind leider nicht die. Also für 6 für beide würde ich machen. Okay, nicht, aber okay. Naja, wisst ihr, was ich meine. Okay, bitte. Schönen Tag noch. Naja. Haben wir zum Schluss dann noch deine DS-Spiele gekriegt, oder? Ja, und zu guter Letzt gab es dann da noch 2 DS-Spiele. Einmal Danny Phantom. Coole Geschichte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe im Augenblick, ich glaube, ich habe dafür 6 Euro bezahlt. Für beide Spiele. Einmal das. Top-Zustand. Und ein Ico Soccer, kannte ich nicht. Ico Soccer sagte mir jetzt nichts, ist ein Fußballspiel, wie ihr das seht. Und ich muss sagen,
Ein Fußballspiel nehme ich doch für den DS immer gerne mit, war auch in einem tadellosen Zustand. Kann man nichts gegen sagen. Super Geschichte. Und ja, das war's leider dann auch schon von diesem Video. Nicht viel, aber bei der Jahreszeit und der Kälte und der Uhrzeit, ich gucke jetzt gerade wieder raus und es schneit relativ heftig. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.